Hey Leute, in dem heutigen Video zeige ich euch ganz kurz und knapp, wie ihr farbigen Polygel mit Dualform anwendet, wie einfach und praktisch dieses Polygel anzuwenden ist, ohne stundenlanges Feilen und Lackieren. Viel Spaß! Hierzu verwende ich ein Polygel-Set von Amazon. Es beinhaltet 5 neutrale Polygele, dreimal in Rosatönen, einmal in Weiß und einmal in Durchsichtig. Dann noch 2 Topcoats, ein Pinsel, ein Polygel-Entferner und die Dualform. So, dann kann es auch schon losgehen. Im ersten Schritt sucht ihr euch die passenden Dualformen für eure Nägel raus. Die Dualform muss euren kompletten Nagel abdecken, damit ihr später auch keine Lücken im Polygel habt. Danach könnt ihr auch schon das Polygel aus der Tube rausdrücken. Hier müsst ihr selber schauen, wie viel ihr von dem Gel braucht. Je nach Länge der Nägel kann mehr oder weniger von dem Gel verwendet werden. Den Pinsel feuchtet ihr im Alkohol an und tupft es leicht an einem Tuch ab. Nun kann das Gel auch schon gleichmäßig in der Form verteilt werden. Vorne müsst ihr die Schicht etwas dünner machen als wie hinten, denn sonst wird euch das Ganze später beim Raufdrücken auf eurem eigenen Nagel alles vorne rausquälen. Zudem muss die Schicht im hinteren Bereich sowie auch in der Mitte etwas dicker sein, um die Stabilität des Nagels sicherzustellen. Wie ihr sehen könnt, kann man bereits schon die Länge und Form des Nagels in der Dualform schon bestimmen. Das heißt also, ihr könnt eure Nägel entweder schon direkt oval, eckig, rund, kurz, lang oder wie auch immer machen und habt am Ende dann nicht mehr so viel zum Feilen. Wenn ihr also das Gel glatt verstrichen habt und nun schon die richtige Form und Länge sozusagen euch zurecht geformt habt, kann die Dualform auch schon direkt auf den Nagel platziert werden. Am besten so, dass die Form so nah wie möglich an der Nagelhaut dran ist. Falls ihr an den Seiten doch etwas vom Gel rausquirlen sollte, könnt ihr es ganz einfach mit dem Pinsel wegwischen. Überprüft es am besten vor dem Aushärten, ob da an den Seiten oder ob sich im vorderen Bereich etwas befindet, damit ihr das Ganze auch schon wegwischen könnt, bevor ihr das aushärtet. Wenn dies getan ist, kann der Nagel auch schon für 60 Sekunden unter die Lampe zum Aushärten. Nach dem Aushärten kann die Dualform vom Nagel abgenommen werden und der Nagel nochmal leicht mit der Feile auskorrigiert werden, falls notwendig. Und fertig ist auch schon der Nagel in einer wunderschönen glänzenden Wunschfarbe, ohne langes Feilen, Ausbessern, Lackieren mit Base, Farbe, Topcoat und so weiter, wie es meistens der Fall bei Acryl oder auch Gel ist. Denn mit dem Polygel werden eure Nägel auf Anhieb schon fast perfekt, wie ihr gesehen habt. Denn hier kann man wirklich super schnell, einfach und vor allem sauber arbeiten, ohne viel am Ende auskorrigieren zu müssen. Was ich wirklich super faszinierend finde. Aus dem Grund kann ich es auch wirklich jedem von euch weiterempfehlen. Den Link zu dem Set setze ich euch einmal unter diesem Video in die Beschreibung. Falls ihr aber keine Lust auf ein Set habt, könnt ihr die Farben auch alle einzeln auf Amazon bestellen, je nachdem, welche Farbe euch gefällt. Ansonsten war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen und freue mich auch schon aufs nächste Mal. Tschüss!